Schwestern, liebe Brüder, gestern haben wir als Kirche das Fest Kreuz der Erhöhung gefeiert und auf Christus am Kreuz geschaut. Heute feiern wir das Fest der Schmerzen Mariens und nehmen also Maria, die schmerzensreiche Mutter, die Mutter Dolorose, in den Blick. Dass diese beiden Feste zeitlich so nah beieinander liegen, das ist natürlich kein Zufall, sondern diese beiden Feste haben auch inhaltlich miteinander zu tun. Sie sind miteinander verbunden und diese Verbundenheit, die zeigt sich auch in dem Gnadenbild oder in den beiden Gnadenbildern hier im Klausel. Die zeigen Maria, wie sie den toten Jesus auf ihrem Schoß trägt, nach der Kreuzesabnahme. Solche Darstellungen finden wir seit dem hohen Mittelalter. Darstellungen, wo man zugleich auf den Gekreuzigten und auf die Schmerzensritter schaut. Man nennt sie Pietà. Man hat sie aufgestellt, nicht nur in den Kirchen, sondern auch in Bildstöcken, an den Wegrändern oder in Erkern an den Hauswänden. Auch wenn das Geschehen, was da dargestellt ist, genauso nicht im Evangelium berichtet wird, bringt die Pietà doch etwas ins Bild, was wir eben im Evangelium gehört haben, nämlich da hieß es, bei dem Kreuz Jesu stand seine Mutter. Wenn der Evangelist das so sagt, dann geht es ihm nicht nur darum, sozusagen eine davon zu berichten, wie ein Historiker, sondern es geht ihm auch darum, zu sagen, Maria hat alles getan, damit ihr Sohn sein Ziel erreichen könnte. Nämlich dafür zu sorgen, dass nichts mehr zwischen Gott und den Menschen steht. Wenn der Evangelist das so schreibt, dann auch um zu sagen, seit ihrem Ja-Wort damals in Nazareth gegenüber dem Engel Gabriel hat Maria ihr Leben an dem Auftrag ihres Sohnes ausgerichtet. Und dass das schmerzhaft werden würde, das wurde ja von Anfang an durch das prophetische Wort des Greisen Simeon im Tempel ins Bewusstsein gerufen. Ihr selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen, hat ihr der Greise Simeon damals prophezeit. Und so ist es gekommen. Denn Maria ist in ihrem Leben wenig erspart. Sie hat viel Leid und Not in ihrem Leben erfahren. Die kirchliche Tradition zählt die klassischen sieben Schmerzen. Diese sieben Schmerzen Mariens, denken wir nur zum Beispiel an den Schmerz der Flucht nach Ägypten. Das sind ganz realistische, menschliche Schmerzen, wie sie einem jeden von uns widerfahren können. In der einen oder anderen Form bleiben sie keinem von uns im Leben erspart. Ich sagte schon eingangs, wir wissen darum, es kommen hier viele Menschen in diese Kirche nach Klausen, weil sie von Sorgen gedrückt werden, weil sie Angst oder Trauer plagt, weil sie von Fragen umhergetrieben werden, auf die sie keine Antworten oder keine einfachen Antworten finden. Und so ist das in unserem Leben. So ist das in jedem Leben. Es gibt nicht nur Höhen, es gibt auch Tiefen. Es gibt nicht nur Licht, es gibt auch Schatten. Es gibt nicht nur Glück, es gibt auch Unglück. Ist es das Kreuz nicht zu? Wir brauchen es uns auch nicht zu zimmern. Das Kreuz nimmt irgendwie wie von selbst in unserem Leben Gestalt.
Gedanken schon, wir sind schon wieder beim Kreuz. Denn das Kreuz, der Gekreuzigte, den wir gestern in den Blick genommen haben, und Maria Schmerzen, die hängen eng miteinander zusammen. Manchmal kommt es knüppeldick. So dick, dass wir alles als sinnlos empfinden. Und es ist tatsächlich oft schwierig, auf die Frage, welchen Sinn hat denn jetzt dieses Leid, eine Antwort zu finden. Häufig gelingt uns das nicht. Was soll ich zum Beispiel Flüchtlingen sagen, die aufgrund der horrenden Gewalt im Nahen oder Fernen Osten zu uns nach Deutschland kommen? Die sind meistens gar nicht in der Lage, selbst wenn sie sprachlich könnten und die deutsche Sprache beherrschen, selbst dann sind sie nicht in der Lage, ihren Schmerz über den Verlust der Heimat, ihren Schmerz über die Vergewaltigung, über die brutale Verfolgung, die sie erlitten haben, überhaupt in Worte zu fassen. Und auch mir gelingt es kaum, wenn ich so jemandem begegne, meinen Trost in Worte zu fassen, tröstende Worte für so jemanden zu finden. Und so gibt es nicht wenige Menschen, die glauben, alles endet in nichts. Alles Leid, alle Not habe keinen Ort, wo er hin will. Als Christen denken wir da anders. Als Christen können wir mit unserem Schmerz, mit unserem Leid, mit unserer Not vor den Gekreuzigten und vor seiner Mutter kommen. Wenn wir das tun, dann nicht, weil wir auf diese Art und Weise unseren Schmerz, das, was wir als schmerzhaft empfinden, unser Leid an die Seite schieben wollen, verdrängen wollen, sondern wenn wir das tun, dann glauben wir mehr, dass wir auf diese Weise die Wirklichkeit annehmen, auch wenn das ein langer, langer Weg ist und nicht so schnell. Aber ich glaube, dass das auch eine Weise ist, dem Reich Gottes in dieser Welt den Weg zu bereiten. Nämlich Schritt für Schritt der Wirklichkeit des Wenigers, der Wirklichkeit des Risses, der durch die Welt geht, der manchmal durch uns selbst geht, diesem Riss Raum zu geben und ihn der heiligen Kraft Gottes zu überlassen. Als Christen, wie gesagt, können wir unser Leid, unser Schmerz unter das Kreuz, unter den Gekreuzigten stellen und es ihm anvertrauen. In der Hoffnung, dass er es durch seine Liebe, durch seine Hingabe zu wandeln kann. Und ich glaube, nicht umsonst ist die Pieta, ist so ein Nahbild oder Nahbildern hier in Klausen, wo wir die Mutter Maria mit dem toten Sohn auf ihrem Schoß sehen. Ja, so eine Art Urbild des Betens und auch eine Art Urbild des Trostes für viele Menschen, in welchem Leid auch immer sie gerade stecken, geworden. Wenn also Menschen hier nach Klausen kommen und ihren Blick auf den gekreuzigten Jesus und zugleich auf die schmerzvolle Mutter Maria richten, dann tun sie das in dem Vertrauen, dass all unser menschliches Leid durch Jesus Christus erlöst worden ist, dass Jesus es überwunden hat. Dann tun sie es in dem Vertrauen, dass Jesus, aber auch seine Mutter Maria, uns Menschen in unserem Leid zur Seite stehen, uns nahe sind, uns ihre Nähe spüren lassen. Wir sind mit unseren Schmerzen nicht allein, sondern wir können sie mit Jesus und mit Maria teilen. Sie
gemeinsam mit ihnen aushalten.